Okay. Okay. Ja, guten Tag. Mein Name ist Andrea Brodersen und ich unterrichte an der VHS Bingen Faszientraining und Pilates hauptsächlich, habe aber schon vor 10 Jahren, über 10 Jahren hier angefangen mit der Internationalen Rückenschule. Aus der ist die Frauengruppe international erwachsen. Aber hier heute möchte ich vorstellen, das Faszientraining, was ich Donnerstagabend, aber auch Freitagvormittag gebe. Und das Pilates-Training, das im Anschluss Donnerstag wie Freitag folgt. Ich möchte zu Anfang ganz kurz erklären, wie die Fasie aufgebaut ist oder wie man sie sich vorstellen kann. Also man kann sie vergleichen mit einem Spinnennetz, aber ich habe unten, Sie sehen ein Bild auch, das ist so eine kollagene Masse, die aus Eiweiß besteht, Mineralstoffen, vor allen Dingen aber Wasser. Und davon ernährt sich die Fasie auch, denn sie wird nicht durchblutet und durchflutet. Wenn man dann die Fasie erklären möchte, sie ummantelt und gibt einem Form. Das heißt, alle Organe, die Knochen, wir selbst, wir werden durch die Fasie geformt und gebildet. Und sie gibt die Konturen, sie ummantelt alles und sie vernetzt alles miteinander. Das heißt, auch die Fasie, die ummantelt einen Muskel und Muskelstränge und die führen zu einer Sehne und die Sehne setzt an einem Knochen. Und dadurch können wir uns überhaupt bewegen und die Gelenke beweglich halten. Wenn man sich jetzt die Fasie nochmal so vorstellen kann, ist es ganz gut, eine Orange sich vielleicht oder eine Zitrone vorzustellen. Die Fasienhüllen sind so wie auch hier in der Orange ganz gut deutlich zu sehen, so eine weiße Masse, aber sie unterteilt auch die einzelnen Stücke von der Orange. Und so ist es in den Fasien auch. Auch die einzelnen Muskeln und Muskelfasern und Zellen sind immer ummantelt von einer Fasie und werden zusammengehalten durch eine Fasie. Gerne weiter. Wenn man jetzt sich die Fasie in der Einrichtung, also jetzt von mir aus gesehen, die linke und die rechte sieht, dann sieht man, junge Leute haben noch ein Fasiengewebe, was so ein bisschen wie so ein Netz funktioniert. Man zieht es und wenn es zieht, dann spannt man das, man dehnt es und wenn man es nachgibt, dann kann es sich wieder von alleine zusammenziehen. Das ist so wie so ein Theraband eigentlich, große Fasien, dicke Fasien, die verdicken sich, wenn sie oft belastet werden. Man zieht es und wenn man loslassen würde, würden sie zusammenschnellen. Das ist so eine Vorspannung, die wir auch nutzen werden beim Faszientraining sowie auch nachher beim Pilates. Ist es aber so, dass man viel sitzt, sich wenig bewegt und auch älter wird, kann es passieren, dass die Faszien sich verfilzen. Man sagt, es entstehen Ablagerungen und Verklebungen und die können auch letztendlich, wenn man älter wird, zu Verhärtung werden, wenn es längerfristig ist. Und dann würde man sehr unflexibel sein und sich nicht mehr gut und vor allen Dingen nicht mehr schmerzfrei bewegen können. Danke. Man hat festgestellt, dass Faszien jetzt nicht nur durch Bewegung oder zu wenig Bewegung belastet werden können, zu viel oder zu wenig, sondern dass es auch die Faszie ein Organ ist, ein Sinnesorgan ist, was direkt auch auf Stress zum Beispiel reagiert, auf Angst, auf Traumata. Das heißt, sie zieht sich zusammen, ohne dass der Muskel sich zusammenziehen muss. Also man muss nicht eine Bewegung machen. Die zieht sich von selbst zusammen und das merken wir auch manchmal, weil wir überhaupt keine Luft mehr kriegen. Das geht nämlich auch auf die Lungenfaszie und dann können wir nicht mehr genügend Luft einatmen. Und das wiederum gibt so einen Kreislauf, der wieder die Faszien noch mal mehr zu feste anziehen lässt. Jetzt ist es aber so, dass wir das durchbrechen können, wenn wir schon verklebte Faszien haben oder wir können verhindern, dass wir verklebte oder verhärtete Faszien kriegen. Das heißt, durch bestimmte Techniken ist es möglich, auch eine Faszie wieder diese Struktur zu geben, die sie eigentlich braucht. Ja.
Ich habe jetzt hier das Bild eines Bogenschützen genommen, weil die Vorspannung, die man für eine Technik braucht, hier ganz gut demonstriert wird. Man könnte aber genauso gut jemand nehmen, der Weitwurf macht, einen Speerwurf macht, der ausholt und durch die Überdehnung mehr Schwung erhält. Das ist eigentlich das Prinzip dieser Technik. Dass wir elastischer werden, dass die Faszien ihre Funktion des Therabandes zum Beispiel wieder vollziehen kann. Das heißt, dass wir nachher schmerzfrei auch Sprünge machen können, die Sprungkraft spulen können oder ja, einfach flexibel und elastisch werden. Ich würde gerne hier eine kleine Einheit, eine Praxis einbauen und lade Sie ein, einfach mehr mitzumachen. Können wir Musik haben? Danke. Ich fange mal an bei den Füßen ganz langsam. Wichtig ist, die Knie ganz locker zu halten. Und dann können wir mal wechseln zwischen schnellere Bewegung oder langsamere Bewegung. Gehen ein bisschen auseinander, um auch den Rest der Beine mitzunehmen, denn die Faszie haben wir ja schon erklärt, da hängt alles miteinander in Verbindung. Dann können wir wieder zusammengehen langsam, ganz locker. Atmen dabei fließen lassen. Einatmen durch die Nase und ausatmen aus den leicht geöffneten Mund. Und wenn wir wollen und nicht so einseitig auf die Beine gehen wollen, nehmen wir noch die Arme mit. Und dann können wir auch hier so kleine Federungen einbauen. Wir überkreuzen über den Kopf. Und wenn es uns zu anstrengend wird, im Oberkörperbereich. Den können wir auch einfach mal fallen lassen und so eine kleine Schwungbewegung einbauen. Und wir verlagern dabei von einem Bein auf das andere. Und ganz locker die Arme nach außen werfen. Genauso können wir das in der Schrittposition machen. Wir gehen erstmal am Platz. Und dann nehmen wir nur ein Bein und kicken mit dem hinteren Bein zum vorderen. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Wir wechseln. Und dann schlenkern wir das Bein aus nach hinten, um die hinterseitige Faszie ein bisschen zu überdehnen. Das gleiche mit der anderen Seite. Jetzt verbinden wir Bein- und Armarbeit. Wir werfen das Bein nach hinten, Arme oben und ziehen Arme und Bein vorne zusammen. Und wir wechseln die Seiten. Für diese Einheit, wir kommen zur nächsten Technik, reicht es. Okay. Es ist eine übersprungen. Ich bräuchte eine vorher. Okay, danke. Wir haben jetzt die fasziale Dehnung und da würde ich auch ganz gerne eine kleine Praxiseinheit reinbauen. Bei der Dehnung ist es so ähnlich wie mit dem Schleudern, überdehnen. Aber wir haben auch da die Arme nun aber gestreckt, sodass es mehr in die Faszien, auf die Faszien
Bewegung mehr auf die Gelenke geht. Okay, nochmal Musik, bitte. Wir sind ganz locker in den Knien, hüftbreit aufgestellt, Federn in den Knien und ziehen die Arme wie eben, nur mit gestreckten Armen und Ellbogen nach hinten. Wir können wieder wechseln zwischen kleinen, kurzen Federungen und größeren. Das gleiche machen wir über oben, erst größere und dann kleine, schnelle. Und wir wechseln nochmal. Lang, 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 lang und kurz, 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 kurz. Auch hier die Schere, kleine, kurze und lang, 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 lang und andere Seite, kleine, kurze. Wir wechseln nochmal. Lang, 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 nochmal kurz, 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 kurz und lang, 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 lang und kurz, 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 kurz. Und mal ausschütteln. Luft holen. Wir machen das Gleiche mit den Beinen ein bisschen auseinander. Ganz locker in den Knien, Fußspitzen, wenn es geht, nach vorne. Und wir machen nochmal den Hampelmann ohne Sprünge. Die Arme überkreuzen über den Kopf. Und nehmen das kleine Kurze über den Kopf. Und nochmal lang, 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 lang und kurz, 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 lang, 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 lang und kurz, 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 kurz. Wir gehen tiefer, unterhalb der Schulterhöhe. Nehmen die Handflächen nach oben, gleiche Bewegung. Nur jetzt öffnen wir zu der einen Seite, zu der anderen Seite. Lang, lang und kurz, 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 kurz und lang. Und kurz, 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 nach außen und fallen lassen. Okay, diese Einheit beenden wir damit und gehen zur nächsten Technik. Die nächste Technik, das kennen Sie, weil es ist ja mit und ohne Rolle, Faszientraining, mit und ohne Rolle zu dem Rollentraining. Also möchte ich erstmal Folgendes sagen. Die Faszie wird ja hydraulisch ernährt. Das heißt, sie ernährt sich von der Lymphflüssigkeit. Und deswegen müssen wir auch, wenn wir Faszientraining machen, immer viel trinken. Weil, wenn wir mit der Rolle arbeiten, wir die Flüssigkeit aus den Gewebe drücken. Und das soll auch geschehen. Wir haben hier in der VS seit neuestem auch die R-Not. Die hat nicht ganz die gleiche Funktion, sie geht aber in tiefere Schichten. Und sie hat den Vorteil, dass sie hier eine Kerbe hat, halt wie eine Nuss. Und da können wir auch ganz gut mitarbeiten, wenn wir zum Beispiel die Beine rollen wollen, den Rücken und die Wirbelsäule freilassen. Das heißt, die Dornfortsätze nicht belasten. Aber wir haben auch die etwas härtere Rolle und die etwas weichere Physiorolle oder Faszienrolle, mit der wir halt diese Lymphflüssigkeit zum Zentrum, Lymphzentrum hin bewegen können. Lymphzentrum ist um den Bauchnabel und da soll letztendlich von unten, aber auch von den Händen alles hinfließen. Da kann es nämlich ausgeschieden werden. Das heißt, wir haben eine körpereigene Lymphdrainage. Und die machen wir auch, aber wir machen nicht nur das. Wir arbeiten auch mit Bällen. Das heißt, meist habe ich nicht die wirklichen Bälle, die Faszienbälle, sondern weil sie sehr wehtun können, habe ich die Variation von einmal so einem etwas weicheren Jonglierball oder von einem Tennisball. Meist genügt das. Wem es nicht genügt, wir arbeiten auch mit der Rolle. Und zwar mit der
mit einer Faszienrolle, die ist bekannt, aber meist mit so einer Holzrolle, die ich mal vor vielen Jahren, bevor es überhaupt in war, Faszientraining zu geben, genutzt habe. Und zwar hauptsächlich für den Fuß. Und da würde ich auch gerne eine Einheit mitmachen und beginnen, weil ich glaube, dass es jeder brauchen kann und das ist auch relativ einfach, sich zu merken. Und es ist sehr wirkungsvoll, weil wir, wie wir wissen, die Fußreflexion auch am Fuß haben. Okay, dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine kleine Praxiseinheit. Fangen mit der kleinen Faszienrolle an. Wir fangen immer mit der kleinen Zehe an, und zwar mit der kleinen Zehkuppe. Wir rollen, wie auf einem Waschbrett, kleine kurze Bewegungen. Mit leichtem Druck und Druck weg. Die Faszien lieben es, wenn man sie ausdrückt. Aber sie müssen sich auch wieder entspannen können. Sonst haben wir das Problem, dass sie zu angespannt sind. Bei zu viel Schmerz spannen sie zu sehr durch. Also von der kleinen Zehkuppe, Zehkuppe für Zehkuppe, bis zur großen Zehkuppe. Und dann wieder zurück. Und dann schütteln wir mal aus, stellen das Bein auf und wir gehen in die Zehengelenke. Man kann auch ein Nudelholz nehmen oder einen Stab oder mit einer größeren Rolle. Dann ist es nicht ganz so intensiv. Wieder von kleinem Zehgelenk, Zehgelenk für Zehgelenk bis zum großen Zehgelenk und wieder zurück. Ich glaube, ich muss mal mein Handtuch wegnehmen. Es rollt sich darauf irgendwie schlecht, Entschuldigung. Und wieder zurück. Nicht mit zu viel Druck, es darf nicht so sehr wehtun. Wenn wir angekommen sind, wieder beim kleinen Zehgelenk ausschütteln und wir gehen in den Ballen. Zehbein, kleiner Zehbein, außen mitnehmen. Zehbein für Zehbein bis zum großen Zehbein und wieder zurück. Wir schütteln nochmal aus und gehen dann ins Längsgewölbe und fangen wieder mit der Außenkante an. Gehen von der Außenkante über den Mittelteil bis nach innen. Und da sind wir ein bisschen vorsichtig, weil es nicht die Auflagefläche unseres Standes ist und dadurch die Faszie dort auch ein bisschen dünner ist. Gut, dann haben wir hier die Ferse, Längsgewölbe. Wichtig ist jetzt, zwischen Ferse und Längsgewölbe, da liegt der Achillessehnenansatz, der ist oft verklebt. Deswegen machen wir hier ganz punktuell, schauen, wo der Punkt ist, der Schmerzpunkt, und gehen nun mit Druck, aber nur so viel Druck, dass wir es gut aushalten können, auf die Faszie und nehmen wieder Druck weg. So dass wir den Schmerz spüren, aber nicht die Luft anhalten. Und das macht ein Anfänger 4 bis 8 Mal höchstens, dann mal loslassen und wir rollen die Ferse. Das heißt, außen beginnen wieder und über die Mitte nach innen. So viel wie möglich mitnehmen und Waschbrettprinzip. Wir schütteln dann nochmal aus, wenn wir zurückgekommen sind, nach außen. Jetzt ist es aber wichtig, die Lymphflüssigkeit von vorne zum Zentrum hin zu aktivieren, zu schieben und deswegen jetzt von den Zehkuppen her mit Druck zu der Faszie schieben. Lockern, mit Druck zu der Faszie schieben und auslockern. Wenigstens 4 Mal. Und wenn man will und es geht nicht gut, kann man das auch mit der Hand nochmal ausstreichen. Jo. Ich würde gerne mit der anderen Seite auch machen, aber die Zeit wird es nicht erlauben. Ich will mich noch ganz kurz zeigen, wie es weitergeht. Ich nehme mal die fortgeschrittene Rolle. Wichtig ist, die Plantarfaszie geht von dem Fuß hinten rüber bis zu den Augenbrauen. Das erarbeiten wir auch, nicht heute, das schaffen wir nicht von der Zeit. Aber hier ist auch das Rollen wieder angesagt, dieses kurze Waschbrettprinzip und gehen langsam immer höher. Die ganze hintere Beinseite hoch. Das machen wir natürlich mit beiden Beinen.
Ach ja, wenn man sich nicht so abstützen kann, sorry. Dafür haben wir den Ball. Da können wir uns draufsetzen, sehr bequem, können uns das bequem machen. Und es ist überhaupt nicht schwer. Und wir arbeiten uns weiter hoch. Und zwar bis über die Kniekehle, bis hoch zum Gesäß, was wir heute leider nicht mehr machen können. Aber vielleicht besuchen Sie den Kurs und dann lernen Sie das kennen. Auch hier sollte immer ausgestrichen werden, bis zum Bauch, bis ins Lymphzentrum. Jo, dann würde ich zum nächsten Schritt kommen. Rollen. Jetzt geht es darum, dass wir, ich ziehe mal meine Schuhe wieder an, wo habe ich sie? Dass wir jetzt zum Abschluss langsame Mikrobewegungen einfließen lassen. Wichtig ist, dass sie fließen. Und das ist schwierig für die meisten. Jetzt bräuchte ich auch die langsame Musik, weil die Bewegungen wenn sie langsam ausgeführt werden, sehr viel mehr Balance brauchen. Aber wir haben den Vorteil dadurch, dass die Faszien erstmal ausgewrungen werden, ganz langsam. Bei jeder Dehntechnik, bei jeder Dehnung kann die Flüssigkeit austreten. Und wenn wir langsam wieder zurückgehen, hat die Faszie auch Zeit, sich wieder mit Lymphflüssigkeit zu füllen und damit auch zu versorgen. Denn alle Mineralstoffe und alles, was eine Faszie braucht, Eiweiß, ist in der Lymphflüssigkeit vorhanden. Und von daher ist es eine wichtige Abschlussübung, um nach dem Faszientraining einmal zur Ruhe zu kommen, aber auch der Faszie die Möglichkeit zu lassen, sich wieder zu füllen. Okay, danke. Wenn wir jetzt in diese Bewegung gehen und ich würde jetzt aufgreifen, was wir den Fuß bearbeitet haben, ist es gut, dass wir die hintere Beinmuskulatur Gesäß dehnen. Das heißt, auch hier nehmen wir das Bein nun geflext, weil dann haben wir die Achillessehne ein bisschen mehr dabei. Das Bein ist gestreckt, vor allen Dingen die Kniekehlen strecken, durchstrecken. Wer hypermobil ist, bitte nicht, aber die anderen dürfen durchstrecken und hier wirklich mit gestrecktem Oberkörper hineindehnen. Wichtig ist, um alle Regionen der Faszie, das heißt das Muskelzug, bekommen, ist es gut, die Fußstellung zu verändern, indem ich einmal das Fußspitzen auch trotzdem angeflext, angezogen halte und dann in diese Position nochmal hineinfeder. Das Gleiche mache ich mit der Fußspitze nach außen. Habe ich auch da schon gut gedehnt. Ich mache das Gleiche mit der anderen Seite. Der Fuß ist angezogen, angeflext. Das Knie ist durchgestreckt und wir federn zum gestreckten Bein mit dem Oberkörper. Die Fußspitze nach innen ziehen, weiter federn. Fußspitze nach außen, weiter federn. Nehmen wir an, wir hätten bis oben hin, bis zum Gesäß, auch unsere Faszienrolle benutzt. Können wir das, um auch in das Gesäßmuskulatur zu kommen, uns hinsetzen, den Fuß wieder flexen, das andere Bein überschlagen und aus dieser Position heraus das Knie zur Schulter. Ich drehe mich mal um. Knie zur Schulter, Schulter zum Knie und wir ziehen es so weit an, dass wir hier eine Dehnung spüren. Dann haben wir einmal die Dehnung hier und im Gesäß. Wenn wir uns hier noch drehen, haben wir auch noch eine Spiralbewegung, die sehr gut für den Oberkörper, für die Brustwirbelsäule tut. Wenn wir das auch langsam ziehen, wieder langsam zurückgehen, langsam in die Bewegung hineinziehen und wieder zurückgehen, haben wir für die Faszie auch hier in dem Bereich schon einiges getan. Spiralbewegungen dienen dazu, wir wechseln die Seiten,
dass auch innere Verklebungen der Faszien, die aneinander reiben, gelöst werden können auf diese Art und Weise. Wir ziehen wieder das Knie zur Schulter, wir nehmen die Schulter zum Knie, öffnen und ziehen hinein, schauen über die Schulter auf die Fingerkuppen. Wenigstens viermal, aber man kann so oft machen, wie man möchte, wenn es einem Freude macht. Man kann an keiner Überdosis da eingehen. Okay, danke. Damit kommen wir zum Schluss langsam. Was vielleicht noch zu sagen ist, die Faszie hat ein emotionales Gedächtnis auch. Das heißt, es speichert Erfahrungen, Emotionen. Wenn wir jetzt zu viel arbeiten würden, zu viel Faszientraining machen würden auf einmal, kann es dabei passieren, dass wir mit diesen Emotionen nochmal in Kontakt kommen. Und deswegen ist es sinnvoll, auch wegen anderen Sachen, auf jeden Fall diese Region, die wir jetzt bearbeitet haben, 72 Stunden ruhen zu lassen. Aber auch deswegen, weil wir müssen ja genug trinken, die Verklebung, wenn die Verklebungen stark sind, dass das, was gelöst wird, der Körper auch ausscheiden kann. Oh ja, das ist so eine Empfehlung, das sollte man auf jeden Fall erstmal am Anfang als Anfänger einhalten. Damit verabschiede ich mich erstmal vom Faszientraining und hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Einblicke gewährt hat. Dankeschön. Ach so, danke. Ja, und es geht gleich weiter mit dem Pilates, speziell für Rücken und Gelenke. Für Pilates nehmen wir das, ist das Faszientraining noch drin. Ja, nun treffen wir uns wieder zur Pilates-Methode. Ich habe zwei Angebote im Moment bei der VS, was das Pilates-Training anbetrifft. Einmal speziell für Rücken und Gelenke, halt mein Schwerpunkt. Und einmal mehr Power mit Pilates. Da dreht es sich um ein Projekt und das ist von der Gleichstellungsbeauftragten der in Bingen auch initiiert worden. Dazu vielleicht später noch ein paar Worte. Ich würde jetzt gerne anfangen mit der Pilates-Methode. Und ein bisschen was zu Pilates erzählen. Ja, und dann auch ein paar Übungen natürlich wieder einfließen lassen. Also, Josef Hubertus Pilates ist, das sehen Sie, wann er geboren ist, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, was wichtig ist und was die Essenz ist, dass er ein sehr recht schwächliches und krankes Kind war.
Er hatte ziemlich Schwierigkeiten als Kind, war schwach, hatte Rachitis und Asthma und man weiß ja selbst von heute und so ein rheumatisches Fieber ist auch nicht lustig. Aber er hat dadurch, dass sein Vater im Turnverein war, die Möglichkeit gehabt, Turn zu machen und sich zu kräftigen. Und er hat für sich selbst eine Methode entwickelt im Laufe vieler Jahre und hat damit auch, das ist auch die Grundlage für das, was Pilates nachher und heute uns bietet. Eins zurück wieder, eins zu weit gegangen. ja, Pilates hat bis ins hohe Alter seine Übungen selbst, die doch nicht so einfach waren, ausführen können. Ich glaube, er ist mit 83 Jahren gestorben. Was vielleicht noch dabei wichtig ist, zu sagen, dass er in unterschiedlichen Bereichen tätig war und sich auch Erfahrung sammeln konnte. Er war nämlich auch unter anderem, was man später gar nicht mehr so glaubt, er war Boxer und war, hatte auch eine ganz gute ja, Erfolge im Boxen, aber er war auch Kampfsportler. Und abgesehen vom Turnen und einigen anderen Essenzen. Er hat aber vor allen Dingen ein Faible gehabt für die Anatomie des Menschen. Und das macht ihn auch so besonders. Und er hat ja durch seine eigenen Krankheiten, die er überwinden konnte, durch seine eigene Methode, ein Gesundheitstraining entwickelt, das uns heute zugutekommen kann, wenn wir es denn auch so ausführen. Weil, vielleicht noch weiter, weil der Schwerpunkt ist, dass er Körper und Geist, ruhig ein Bild weiter, Körper und Geist versucht hat, also mit Körper und Geist, zu einer Gesundheit und Lehre zu finden. Und die hat zur Grundlage die Atmung vor allen Dingen und die Konzentration auf das, was wir gerade tun. Die Pilates-Methode, das sehen Sie auch, war davon kennzeichnet sich dadurch, dass er gesagt hat, es ist nicht wichtig, was wir tun, sondern das, was wir tun, sollen wir richtig tun. Und das ist eigentlich die größte Philosophie, die größte Methode von ihm, dass er versucht hat, mit ganzer Aufmerksamkeit und mit der ganzen Konzentration auf eine Übung zu gehen. Und dann dafür auch die Essenz davon ist, dass der Geist, also das Mentale, das Gehirn, dadurch immer wieder angeregt wird und auch Gehirnzellen jung bleiben können und nicht so leicht absterben. Das habe ich eben auch schon gesagt, seine Methode hat ihm heute, wie man also, wo er jünger war, sieht auf dem Bild, hat er sich sehr gut austrainieren können. Er war auch Bodybuilder. Hat einmal mit Bodybuilding angefangen, hat aber auch asiatische Kampfkunst, Künste studiert und daraufhin diese Methode entwickelt, die wir gleich selbst erfahren werden, hoffe ich. Wichtig ist zu sagen, dass der Erfolg seiner Methode ganz sicher daran besteht, dass er den Geist und den Körper durch die Atmung versucht hat zu vereinen oder es auch geschafft hat. Zu der Gesundheit, die Pilates bringt, möchte ich vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote bringen, was hier nicht aufgeführt ist, aber was ich heute in der Corona-Zeit ganz wichtig finde. Weil Pilates hat im Ersten Weltkrieg war er in England und hatte dort als Artist und Kampfkünstler gearbeitet. Und als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde er interniert mit vielen anderen Deutschen in England. Und als dort die Epidemie, und zwar die spanische Grippe, also viele Menschen dahingerafft hat, war auffällig, dass die Mitgefangenen von Pilates in dem Gefängnis dem entgangen sind. Die blieben gesund. Und darauf wurde dann auch sehr aufmerksam. Als Pilates dann nach Deutschland zurückkam, hat er auch die Hamburger Polizei unterrichtet. Im Zweiten Weltkrieg wollte man dann gerne, dass er die Reichsarmee trainiert. Und dann ist er nach Amerika geflohen. Wichtig ist die Kernstabilität, wovon eigentlich jeder gehört hat schon, Powerhouse.
Da geht es um eine stabile Körpermitte, aus der alle anderen Bewegungen fließen oder hinein und hinaus fließen. Das hat mit der Atmung sehr viel zu tun. Wir kommen zu der Atemtechnik, die würde ich Ihnen auch gerne gleich vorstellen, auch in der Praxis. Und zwar geht es um die Zwerchfellatmung. Der Unterschied zu einer fließenden Zwerchfellatmung, die wir kennen, ist vielleicht die, dass wir bei der Zwerchfellatmung normalerweise den Bauch wölben. Gerne mal das andere Foto, da haben wir nämlich ein Bild von der Zwerchfellatmung. Es ist so, dass normalerweise das Zwerchfell, wenn es entspannt ist, wenn wir ausatmen, die Lunge nach oben drücken. So ein bisschen. Und dadurch, dass die Atemluft leichter ausgeatmet werden kann. Wenn wir aber einatmen, da dehnt sie sich nach unten und dadurch haben wir die Möglichkeit, unseren Brustkorb zu dehnen, also mehr Sauerstoff zu bekommen. Und das ist auch diese Gesundheitssache, die wirklich auch fußt, weil dann werden auch die unteren Lungenspitzen belüftet gut, auch die unteren Organe, die hier liegen, einmal die Leber, die Galle, die Milz, die Nieren hinten, wenn man es kann, mit dem Geist arbeiten kann und seinen Fokus auch auf diese Organe lenken kann. Weil wenn man wirklich fortgeschritten ist, kann man mit dem Geist so arbeiten, dass man die Fähigkeit erhält, in ein bestimmtes Organ, in eine bestimmte Region hineinzuatmen und sie zu aktivieren, ohne sich zu bewegen. Aber das ist fortgeschritten, fortgeschritten. Yogis kennen das, die machen das auch. Da gibt es in der Art keinen großen Unterschied. Aber jetzt kommen wir zur Pilates-Atmung, denn auch das ist eine Zwerchfellatmung. Gerne das andere Bild. Das ist eins zu weit, glaube ich, oder? Nee, nochmal eins weiter. Genau. Das wollte ich zeigen, deswegen habe ich da kein Bild. Ich nehme mal den gelben Strohhalm und wenn Sie wollen, können Sie das mitmachen. Sie brauchen jetzt keinen Strohhalm, aber ich mache es mal mit dem Strohhalm vor. Sie können genauso gut die Lippen zusammenziehen wie auf F, wie so Flöten. Flöten müssen Sie nicht, aber so die Lippen so verkleinern, dass die Atemluft nur langsam ausgeatmet wird. Hier geht es jetzt darum, um die Pilates-Zwerchfellatmung, dass man nicht den Bauch dehnt, sondern dass man in die seitliche Rippenregion, also ins Zwerchfell seitlich hineinatmet, weil das zur Folge hat, dass wenn wir einatmen und in die seitliche Rippenregion vorausgesetzt reinatmen können, dann können automatisch die Schultern ganz locker hängen. Wenn ich vorne stehe, ist oft eine Spannung, weil ich nicht in der Aufrechten bin, oder wenn ich überdehne, habe ich auch eine Einschränkung in den Schulterbereich. Pilates ist auch Aufrichtung, da kommen wir aber gleich zu. Jetzt gehen wir mal auf die Atmung ein, weil das ist das Elementarste bei Pilates. Und wenn man nur das machen würde, ohne Übung, wäre das schon sehr wertvoll. Das heißt, ich lege mich jetzt hin, ich atme durch die Nase ein. Bei Pilates wird immer durch die Nase eingeatmet und durch den leicht geöffneten Mund ausgeatmet. Und ich hoffe, dass es so eng ist, dass Sie sehen. Ich lege mich mal so rum, weil hier das, weil ich da verkabelt bin. Also ich lege mich hin und ich hoffe, Sie sehen die Dehnung und was passiert beim Ausatmen. Also, man kann sich flach hinlegen, wenn Sie wollen. Ich werde flach liegen bleiben, damit Sie besser sehen können. Sie können aber auch gerne die Beine aufstellen. Das ist angenehmer, man spürt auch mehr. Ich versuche es jetzt immer mit gestreckten Beinen, weil Sie dann mehr sehen. Achten Sie mal auf meinen Bauch und auf meinen Brustkorb. Ich atme durch die Nase ein und dann auf den Strohhalm aus. Ich hoffe, Sie konnten ganz gut sehen, dass man beim Ausatmen, wir können das auch im Stehen machen, das ist ein bisschen schwieriger, locker in den Knien, dass wenn man beim Ausatmen
merkt man, dass so ein bisschen, was man so ein bisschen zusammensagt, dadurch hüllt sich so ein bisschen der Bauch und das Schambein hebt sich. Beim Einatmen, wenn wir vorausgesetzt in die seitliche Rippenpartie hineinatmen können, dehnt sich der Brustkorb und wir heben Brustbein an. Wenn wir das Kinn noch in Richtung Brustbein halten, haben wir eine natürliche Aufrichtung und davon spricht Pilates. Können wir ein Bild weiter? Powerhouse ist eigentlich das Fahrstuhlprinzip. Ich habe jetzt ein Paternostra genommen. Das liegt daran, dass es vielleicht in der Form ein bisschen mehr gezeigt hat, worauf es ankommt oder worauf es mir ankommt, wenn man Powerhouse ausführt. Und zwar, wenn ich jetzt die Atemtechnik weiter verfolge, das heißt, wenn ich ausatme, dann nehme ich mal meinen Bauchnabel als Fahrstuhl. Sie steigen in den Fahrstuhl ein. Beim Ausatmen fahren Sie runter. Und beim Einatmen, wenn Sie in die seitliche Rippenregion hineinatmen, können Sie hochfahren, indem Sie hier füllen, der Brustkorb sich hebt, dadurch hebt auch der Bauchnabel nach oben und die Gewichte können nach unten sinken. Wenn Sie die schwer werden lassen, das ist wieder die mentale Arbeit, die Geistarbeit beim Pilates. Sie atmen aus, Sie atmen ein, richten sich auf und beim nächsten Ausatmen halten Sie diese leichte Spannung und lassen die Schultern und die Arme sinken und haben dadurch eine Aufrichtung, aber auch eine stabile Körpermitte. Das heißt, der Lendenwirbelbereich ist geschützt. Okay, gerne weiter. Beim Pilates ist es wichtig, dass Sie das nicht mit viel Anspannung machen. Weil wenn Sie mit viel Kraft das machen wollen, dann haben Sie eine Haltung, die nie in die Entspannung führen kann. Der Trick ist daran, dass Pilates dazu führt, dass man die tiefe Muskulatur, die also an den Knochen liegt, die rote Muskulatur sagt, stärkt. Und zwar, weil wenn wir zu viel große Muskelgruppen wie Bizeps, Quadrizeps, Gesäßmuskel, Gluteus. Wenn wir die zu sehr anspannen, kann die Tiefenmuskulatur nicht mehr zur Geltung kommen. Aber Pilates ist Harmonie, haben Sie gehört, es ist auch Zentrierung und Kampfsport. Das heißt, hier kommt es jetzt wirklich darauf an, dass Sie Ihre Körpermitte so stabilisieren, dass es an Leichtigkeit gewinnt. Wenn Sie aber hier in der Körpermitte stabil sind, können Sie fließende Bewegungen einfließen lassen, quasi, weil die Körpermitte ist fest. Das heißt, Beckenboden ist angehoben, Bauchnabel ist angehoben, Brustbein ist angehoben und die Gewichte sind unten. Und dadurch haben Sie die Stabilität, die Kernstabilität, wovon Pilates gesprochen hat und wovon Sie immer zu hören bekommen. Dass das nicht leicht ist, wissen wir alle. Vielleicht noch eins weiter. Ist es sogar verdammt schwer. Aber wenn man Geduld mit sich hat und deswegen ist es ja eine Methode, es ist eine Entwicklung. Man entwickelt sich mit Pilates zu mehr Stabilität, weil Seele, Körper, Geist zusammengehören. Das ist auch die Ganzheitlichkeit, von der Pilates spricht und die er auch haben möchte. Er hatte viele Lehrer, die er ausgebildet hat. Und jeder dieser Lehrer unterrichtet ein bisschen anders. Das ist manchmal so ein bisschen irritierend. Aber ich möchte dazu ganz kurz sagen, das liegt daran, dass Pilates geguckt hat, wo die Schwerpunkte eines Einzelnen liegen. Das heißt, er hat individuell unterrichtet. Und eigentlich ist Pilates auch ein individueller Unterricht. Aber nichtsdestotrotz kann man ihn in kleinen Gruppen wie hier in der VS mit 10 Teilnehmern gut unterrichten, weil dann habe ich alle in einem Blick und dann kann ich alle irgendwie auch korrigieren, wenn Korrektur nötig ist. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde und ich würde gerne erstmal noch ein paar Übungen von Pilates zeigen, bevor ich vielleicht mehr Power mit Pilates nochmal ganz kurz Ihnen vorstelle und vielleicht auch Hui Shangong. Das heißt, die Verjüngungsübung der chinesischen Kaiser, aber die auch wieder schwerpunktmäßig Rücken- und Gelenkgesundheit bringen sollen. Ich würde ganz gerne mit dem Fahrstuhl arbeiten. Dass man das nicht gleich kann, ist nicht schlimm. Anfänger empfehle ich,
durch die Nase einzuatmen, auf auszuatmen. Ja, und dann bitte ich um Musik nochmal. Wir gehen, Pilates hat übrigens ganz viele Übungen von Yoga drin auch. Die nimmt er auch als Grundlage und ich würde gerne den Unterschied von einer Yoga-Übung zu einer Pilates-Übung zeigen. Das heißt, wir atmen ein und atmen aus. Beim Yoga ist es so, dass man in die Überstreckung gehen darf. Beim Pilates machen wir das nicht, weil wir eine Kernstabilisation geht dahin, dass man gar nicht weit hochgeht. Man geht nicht in die Überstreckung. Wir können hier die Arme leicht nach hinten runterziehen, die Schulterblätter sinken lassen, ein paar Stufen. Wenn wir es weiterführen, können wir einmal ein paar Stufen schließen und schließen und öffnen. Dann senken wir ab, gehen in die Knie, zwei Rücken freundlich, lassen uns langsam locker absenken. Der Oberkörper hängt, die Beine werden durchgestreckt, wir spüren die Dehnung in der hinteren Beinmuskulatur und gehen dann langsam nach vorne. Hier ist es wichtig jetzt, um die hintere Beinmuskulatur zu dehnen, dass wir mit den Fersen in den Boden schieben. Versuchen Sie, die Schultergelenke dabei locker zu lassen und nach hinten unten zum Gesäß zu ziehen. Brustbein ist aufgerichtet und das Kinn zum Brustbein. Mal beide ziehen und dann langsam in den Kniestand kommen. Wir gehen hüftbreit auseinander mit den Knien. Die Arme sind schulterbreit auseinander. Wir achten darauf, dass einmal Beckenknochen über den Knien steht und die Schultern über den Handgelenk. Hier aus dieser Position heraus können wir auch ganz leicht mal die Fingerkuppen nach außen nehmen, die Schultern nach hinten ziehen und nach vorne rausziehen. Beim Ausatmen gehen wir in den Katzenpuckel. Beim Einatmen wieder Schulterblattspitzen nach vorne ziehen. Das ist die Table-Stellung nach Pilates. Und beim Ausatmen Katzenpuckel. Noch zweimal. Einatmen und ausatmen. Wir gehen in die Muscheln nach Pilates. Wenn Sie wollen, dass die Schultern locker bleiben, lassen Sie die Arme ein bisschen weiter auseinander als die Schultern. Die Arme sind durchgestreckt und die Handkanten aufsetzen. Aus dieser Position heraus hier nach vorne schieben, mit dem Unterarm aufkommen, nach vorne schieben, soweit Sie können. Die Körpermitte bleibt stabil und die Beine hinten weg. Wenn es nicht leicht so klappt, einfach auf den Bauch legen. Aus dieser Position heraus, die Cobra nach im Yoga, das übergehen wir. Hier aber beim Pilates führen diese Bewegung in einer stabilen Körpermitte aus. Das heißt, beim Ausatmen spüren wir, wie der unser Bauchnabel ein bisschen nach innen oben geht und ganz locker in den Schultern. Beim Einatmen in die seitliche Rückenrotation hineinatmen. Dadurch richten wir uns schon auf. Die Schultern können locker nach hinten gesenkt werden. Und dann halten wir die Position. Beim nächsten Ausatmen gehen wir hoch. Und zwar mit der stabilen Körpermitte. Nur so weit wie das geht. Schultern bleiben locker nach hinten unten. Beim Ausatmen wieder absenken. Das heißt, die Pilates-Anfänge, wir atmen ein, wir atmen aus. Wir atmen ein, halten und atmen aus. Noch einmal. Einatmen, halten, ausatmen, hochkommen. Körpermitte stabil. Einatmen, halten, ausatmen, absenken. Nach der Atmung kommen. Aus dieser Position sich wieder hochziehen und in die Table-Stellung kommen.
aus der Position können Sie wieder einen Arm, einen Bein nach vorne nehmen, nehmen die Arme und achten Sie darauf, dass das Knie über dem Fußgelenk steht. Aus dieser Position das hintere Bein abspreizen, sodass Sie eine Dehnung erfahren in der Leiste, im Oberschenkelbereich vorne, im hinteren Bein. Aus dieser Position können Sie sich aufdrehen, die Beine sind gerätscht und Sie schieben von einer Seite beim Ausatmen, einatmen in die Mitte kommen, ausatmen zur anderen Seite. Einatmen. Sich aufdrehen, sodass Sie auch hier wieder Knie über den Fuß haben, Fußgelenk haben, die Arme sind innen, sodass Sie Platz haben. Hier einatmen, dann ausatmen, das Bein strecken und die Dehnung spüren. Sie können auch nachfedern. Und aus der Position wieder in den Kniestand kommen, das andere Bein zurückführen. Aufrichten, mit den Händen wieder laufen, zu den Beinen, Knie beugen, um rückenfreundlich sich aufzurichten, Schultern nochmal nach hinten kreisen und locker ausstellen. Okay, damit haben wir Pilates erstmal für den Rücken und Gelenke abgeschlossen. Ich möchte Ihnen vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen, was Power mit Pilates bedeutet. Es ist ja ein Projekt und wir haben das kombiniert mit Es reicht von Gemma Hartley, ein Buch. Das müssen Sie nicht lesen, aber es ist sehr interessant zu lesen, wenn Sie wollen. Es geht darum, dass in diesem Buch geht es eigentlich um die Gleichstellung, nicht nur der Frau, sondern auch des Mannes. Es geht darum, dass gesellschaftsbedingte Vorgaben oft dazu führen, dass alle Gefühlsarbeit, zum Beispiel Kinder, Schule, Kindergarten, wo geht das Kind hin, was wird zu essen gemacht und, oft von der Frau noch übernommen wird. Nicht immer, nicht überall, eigentlich bei den jungen Leuten nicht mehr so, aber in meiner Generation ist das noch nicht unüblich hier in Deutschland. Es gibt auch andere Völker, da ist es anders, schon sehr, sehr viel gleichberechtigter. Aber hier geht es darum, dass es darum geht, dass es nicht so ist, dass viele Frauen denken das auch, dass Frauen besser Gefühlsarbeit machen können als Männer. Das ist aber nicht so, das ist auch wissenschaftlich nicht belegbar. Es ist eher so, dass die Gesellschaft von einem Mann etwas anderes erwartet als von der Frau. Und deswegen ist es eigentlich nicht nur ein Buch für die Frau, sondern es ist eigentlich auch ein Buch für Männer. Weil die Gleichstellung immer bedeutet, dass jeder die Möglichkeit hat, das zu leben, was er für richtig und gut hält. Aber hier geht es um die Frau, die sehr belastet ist oft, weil sie im Beruf eine gute Mutter, ein guter Partner, eine gute Mitarbeiterin. Also sie hat viele Aufgaben und ist oft sehr damit überfordert und es kostet auch sehr viel Kraft, weil man immer mit dem Gedanken in diesem Gedankenkarussell ist, oh, heute Abend, wenn ich nach Hause komme, was mache ich zu essen? Oh, ich muss die Waschmaschine aufsetzen, die Sachen müssen noch gewaschen werden, gewühlt. Und also wir kommen ganz schlecht aus solchen Mustern oft, die sind ja auch anerzogen oft und dadurch sehr übertragbar. Und hier bei diesem Projekt geht es darum, dass wir uns einmal stärken, dass wir, wie Pilates sagt, wenn wir mit dem ganzen Sein in einer Sache sind, lernen, dieses immer wieder kommende, was ich noch alles machen muss, auszuschalten und jetzt und hier bei der Sache zu sein. Das andere ist aber auch, sich bewusst zu werden, was macht es mit mir und was möchte ich eigentlich wirklich davon übernehmen und was möchte ich vielleicht abgeben. Ja, und das würde dann so in diesem Kurs bearbeitet werden können. Ja, gut. Also das wäre jetzt Power mit Pilates. Und dann ganz kurz, die letzten 5 Minuten würde ich ganz gerne nochmal auf dieses neue Projekt eingehen. Das ist noch nicht online. Es ist wäre dann mein erster Online-Kurs. Und der ist erwachsen auch aus der jetzigen Situation heraus. Und zwar würde ich ganz gerne, ich selbst trainiere schon seit mehr als 20 Jahren Hui Shan Gong.
Könntest du das einspielen? Das sind die Verjüngungsübungen der chinesischen Kaiser. Und ich habe auch im Rahmen meiner Rückenschulausbildung, Fortbildung, ein spezielles Training kennenlernen dürfen. Das hat ein Physiotherapeut und Osteopath gegeben, wie man diese Hui Shan Gong Übung auch noch mehr intensiviert und noch mehr, also zum Positiven für Rücken- und Gelenkgesundheit anwenden kann. Und diese Hui Shan Gong Übung, diese Verjüngungsübung der chinesischen Kaiser, ausgerichtet wirklich speziell auf Rücken und Gelenke. Das ist würde ein reiner Online-Kurs sein, der soll nach Ostern den starten. Über 6 Einheiten. Ich würde es gerne so bringen, dass ich einmal live zu sehen bin, eine Dreiviertelstunde und 6 Einheiten, 6 Wochen lang hintereinander. Aber so, dass jede Woche, Sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit das besuchen, weil ich es einstellen möchte. Und dann können Sie es zu jeder Zeit für sich durchspielen. Das sind relativ einfache Übungen, die auch ja nicht so schwer zu erarbeiten sind. Auf jeden Fall werde ich sie in 6 Mal erarbeiten und vielleicht im zweiten Halbjahr möchte ich dann ein Seminar für diejenigen anbieten, ein Samstagsseminar, um das Ganze komplett einmal durchzuspielen, aber dann halt mit mir auch als vielleicht ja Dozentin, die auch so ein bisschen korrigierend eingreifen kann. Jetzt sehe ich, das ist nicht jetzt im Moment so findbar. Es macht nichts, dann würde ich das einfach eine Übung mal zeigen, weil ich die besonders schön finde. Das ist eine Spiralbewegung, die sehr deutlich macht, was eigentlich diese Übung auch bewirken sollen. Es hat auch viel mit Faszien viel zu tun, also die chinesischen Taoisten oder Daoisten, die haben etwas entwickelt, was die inneren Faszienverklebungen lösen soll. Und das geht auch wiederum nur mit dem Fließenlassen und dieser Reibung. Deswegen haben sie viel Spiralbewegung. Und diese ist auch einer, die hilft mir oft, wenn ich vor dem Computer sitze und ein bisschen versteift bin. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin Bewegungsmensch. Aber manchmal bleibt das nicht aus. Man muss eine PowerPoint-Präsentation machen oder so, dann sitzt man am Schreibtisch. Und wenn man jetzt aber ganz locker sich aufstellt, auch die Daoisten lassen immer so wie auf Skiern die Beine gerade. Wichtig ist auch da, alles locker und durchlässig zu lassen. Die Bewegung ist sehr schön und zwar dreht man sich erstmal nur vom Kopf. Die Daoisten fangen immer mit der linken Seite an, mit dem Kopf zur linken Schulter, schaut sie an und dann zieht man sie nur nach hinten unten und lässt sich hängen. Aber nimmt die ganze Seite mit und dann dreht man die den Kopf zur anderen Seite, schaut die Schulter an und richtet sich erst wieder auf. Und dann kann man auch hier die Schulter nach hinten unten senken. Kann man übrigens auch gut im Sitzen machen, auf dem Schreibtischstuhl zum Beispiel, und wieder hängen lassen. Aber dann schaut man wieder die andere Schulter an. Und wenn man das dann ganz langsam gemacht hat und öfter gemacht hat, dann kommt so eine Spiralbewegung zutage, immer mehr. Und umso lockerer man sich hängen lässt und nur wenig minimale Krafteinsätze, Impulse setzt, hat man und spürt man auch, dass die Faszien hier dagegen ziehen. Das fühlt sich dann so an, wie manchmal, man hat eine zu enge Jeans an und will sich beugen und es geht nicht. Und so ähnlich ist es mit Faszien, die verklebt sind, so ähnlich ist es mit Faszien, die verhärtet sind. Die schränken uns in der Beweglichkeit ein. Wenn man aber so etwas wie zum Beispiel diese Qigong-Übung macht, Faszientraining macht, in welcher Form auch immer, dann können die Verklebung langsam, ein Weg, sich lösen und die